Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream und auch hier auf den Tribünen im Stream, da wo die Internetverbindung gut genug ist. Ich könnte jetzt sagen, Siedlungserweiterung im Außenbereich, das kostet die Gesellschaft zu viel, aber so einfach ist es ja nicht, wie wir eben schon gehört haben. Ich bin zwar momentan Großstädter, schon lange Wahl-Düsseldorfer und wohne zwischen Flughafen und Industriegebiet, doch da davor auch ein Dutzend Jahre zwischen Spargelfeld und Bauernhof, zwar mitnichten meilenweit von der nächsten Siedlungsstruktur entfernt, aber ländlich genug, um zu wissen, dass Landwirtschaft nicht das ist, was romantisch verklärende Zeitschriften einigen reichen Städtern beibringen, die mit dem Wohnen auf dem Land dann womöglich warme Sonnenstrahlen, Duft von frischem Heu und fröhlich streunende Hofkatzen verbinden. Denn es geht doch nach wie vor um die Versorgung der Bevölkerung und um hochwertige Agrarprodukte. Die Piraten sind der Meinung, dass auf eine dezentrale Versorgung und auf eine mittelständische Landwirtschaft, dass wir darauf setzen sollten. Zudem ist mir als politischer Akteur die Raumplanung insgesamt sehr wichtig. Zunächst spielen Umwelt- und Flächenschutz eine bedeutsame Rolle. Dabei geht es tatsächlich um Agrarunternehmen und um die Landwirte. Gerade Familienbetriebe haben es heute schwer genug. Die Familien benötigen die bauliche Flexibilität, um beispielsweise den Generationenwechsel bewältigen zu können. Das Leben nach dem Motto unter einem Dach funktioniert nicht immer so reibungslos und der wohnliche Bedarf, vor allem jeweils der dritten Generation, hat sich verändert. Dann werden Gebäude zu Wohngebäuden geupgradet, tauchen in der Praxis allerdings weitere Probleme auf. Dadurch können gegebenenfalls gesetzliche Mindestabstände, zum Beispiel bei dem Neubauversuch von Stallungen, nicht mehr eingehalten werden. So wird die Weiterentwicklung von kleinen und mittleren Betrieben immer schwerer. Hier könnte es hilfreich sein, wenn bei entsprechender intakter Bausubstanz vorhandene Gebäude generell umgenutzt werden könnten. Dass sich Bedarfe langsam, aber sicher verändern und der Generationenwandel ebenfalls stetig an Dynamik gewinnt, sollten wir zukünftig mögliche Entwicklungswege keinesfalls abschneiden. Wir wünschen uns, dass den Agrarunternehmen und der aktuellen sowie zukünftigen Generation der Betriebsleiter keine Steine in den Weg gelegt werden. Und daher sollten wir einfache und praktikable Lösungen finden. Denn die Alternative sind langfristig Ruinen im ländlichen Raum. Andererseits sage ich ganz offen, heutige Ruinen bzw. sehr lange nicht genutzte Gebäude ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebe führen in der Praxis hoffentlich nicht automatisch zu Baurecht. Überspitzt gesagt, aus einem kleinen Bauernhof mit einer Scheune, von der nur noch drei Latten stehen, sollte auch in Zukunft nicht die Möglichkeit abgeleitet werden, eine Apartmentanlage mit Luxus-Ponyhof und Swimmingpool im Grünen errichten zu können. Wer ein ernsthaftes Interesse an einer landwirtschaftlichen Entwicklung hat, muss die Privilegien zur baulichen Entwicklung im ländlichen Raum auch weiterhin vordergründig an die landwirtschaftliche Erzeugung koppeln. Denn wir sind auf kleine und mittelständische Agrarunternehmer angewiesen, wenn wir eine dezentrale und regionale Agrarerzeugung sichern wollen. Nun, jetzt kommt die große Frage, und sie wurde auch schon angesprochen, um wie viele Fälle geht es denn eigentlich und wie lange sind die Gebäude jeweils tatsächlich bereits ungenutzt? Dazu fehlen uns die Zahlen und auch die Berichte, und ich fühle mich durch die Vorredner hier bestätigt, dass es nicht an mir hängt, die nicht gefunden zu haben, auch nicht an den Kammern, dass sie mir da nichts sagen konnten. Wir brauchen für eine genauere Auswertung und eine genauere Bewertung jetzt zunächst offizielle Zahlen der Bauämter und Bauplanungsämter über die Entwicklung der letzten Jahre. Diese Daten liegen bisher kaum oder nur sehr unbefriedigend vor, und das ist hier die Hauptfrage. Und wir sind da jedenfalls schon gespannt auf entsprechende Erhebungen und Ergebnisse und werden dann unser weiteres Vorgehen gerne daran orientieren und freuen uns, dass das nochmal zur Bewertung in den Ausschuss kommt und glauben, dass wir daran noch ein bisschen arbeiten müssen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Bayer. Für die Landesregierung spricht